Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Secret of Monkey Island. Wir gehen mal zu diesem Pfad hier. Und zwar nehmen wir uns noch ein paar Piraten vor, die wir nochmal mit unseren Affronts konfrontieren. Wir haben ja letzte Aufnahme. So. Genau. Gehe zu Fahrt. Können wir hier eigentlich auch noch lang gehen? Ich wollte jetzt eigentlich mir ein Wortgefecht mit einem anderen Piraten liefern. Wir haben hier letzte Aufnahme bei diesem einen Schwertlehrer. Ich weiß auch gar nicht genau. Also bei diesem Lehrer haben wir ja das Kämpfen mit unserem Säbel gelernt. Pflanze. My, what an unusually bright yellow they are. Kann ich das mitnehmen? It's a striking yellow color. Wir haben zumindest was mitgenommen. Geht zur Fahrt. Looks Lagerplatz. like an old abandoned campsite. I can't pick that up. Ein paar Items haben wir noch dabei. Also, so einige. Pfefferminz, das Schwert haben wir. There sure are a lot Tagesordnung. of spelling errors. Okay. Felsen, Felsen, Bäume. Hier lang gehen. Aha, noch eine Pflanze. Same old red flowers all over the forest. Dann nehmen wir die I don't think mit. strolling through the forest picking flowers is very good practice for being a pirate. Naja, I don't think strolling through the forest picking so ein flowers paar is very good Blumen. practice for being a pirate. So ein paar Blumen haben ja noch nie geschadet. Benutze mit den Blumen. That doesn't seem to work. Okay. Gut zu wissen, dass hier einfach irgendwelche roten Blumen im Wald stehen. Sind wir wieder hier? Gibt es hier noch mehr? Hier ist der Pfad. Looks like a Baumstumpf. regular old stump with the same red flowers that grow all over the forest. Und die können wir nicht mitnehmen. I can't pick that up. Baumstumpf. Ich frage mich, wofür diese Blumen hier That doesn't seem to sind. work. Hier ist noch ein Pfad. Wir sehen uns hier gerade mal um. Das ist jetzt eher zufällig, dass wir hier gelandet sind. Aber das ist ja soweit egal. Wir können uns ja gleich noch den Piraten vornehmen. Ich finde die Musik aber schön, muss ich sagen. Ich frage mich immer, wo wir. Ist das die andere Seite? Aha. Schild. Danger, open ravine. Ja, danke für den Hinweis. Können wir da irgendwie rüber? Ich glaube nicht. Schade. Geht zu Fahrt. Da kommen wir auch nicht rüber. Dann gehen wir mal hier lang. Auf geht's, mein junger Pirat. Na, eigentlich ist er ja noch gar kein Pirat. Okay, hier ist dieser Baumstumpf. Wir gehen nochmal hier lang. Ich weiß eben nicht, ob ich hier noch irgendwas finden kann. Same old red flowers all over the forest. Okay. Ansonsten haben wir hier auch nicht mehr viel. Ist das die andere Seite von dieser Schlucht? Jetzt würde ich auch gerne mal langsam raus. Oh, hier sind nochmal die Blumen, die wir ja schon I've haben. already got one. Okay. Gut. Hier lang. Das ist überhaupt nicht verwirrend. Ich glaube, hier kommen wir wieder raus. Okay, dann nehmen wir uns mal die Piraten hier Stopping vor. a pirate can be dangerous to your health. Ich hoffe, ich kriege die ganzen Affronts noch zusammen. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ja, My ja. name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Natürlich. Ich habe solche Angst.
Mein Schwert mit. Jetzt muss ich erstmal überlegen, mit welchem Affront wir hier anfangen. Mit meinem Taschentuch werde ich dann Blut aufwischen. Am besten sollte ich immer den nehmen, zu dem ich nicht die Antwort weiß, denn dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich quasi den Kontra von ihm bekomme. Das mit den Füßen. Okay, Blut aufwischen, Schaschlik. Wenn ich dich so ansehe, dann muss ich brechen. Niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Mhm. Ich soll immer noch Windeln. Ein erfahrener Dummkopf, du bist ein echter Gegner. Mhm. You're no match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. Okay. There are no words for how disgusting you are. Darauf weiß ich die Antwort und zwar. Erstmal suchen. Mal wieder in der Nase gebohrt? Nee. Die könntest du viel eher gebrauchen. Vielleicht solltest du es endlich mal benutzen. Doch, die gibt es. Du hast sie nur nie gelernt. Yes, there are. You just never learned them. Sehr schön. Dann sorgen wir jetzt wieder. Ich nehme jetzt einfach you mal das hier. You have the manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Okay. People fall at my feet when they see me coming. Jetzt kann ich mein Gedächtnis auch wieder etwas auffrischen. Da es schon wieder ein paar Tage her ist seit der letzten Aufnahme. Und zwar, ich weiß die Antwort, aber ich muss sie hier erstmal raussuchen. Eine Kuh, ja, das ist echt toll. So. Even before they smell your breath? Okay, was nehmen wir denn jetzt? Oh, das ist gar nicht so einfach. Junge, bist du hässlich? Das bringt nicht viel. I've spoken with apes more polite than you. Oh yeah? Wow, you're good enough to fight the sword master. Sehr schön. Wir gehen jetzt nochmal in den Ort hier. Ich denke mal, wir sind jetzt gut genug im Schwertkampf. Will ich mal schwer hoffen. Wir haben jetzt immer noch diese gelbe Blume hier. It's a striking yellow color. Ach übrigens, hier die Scumba. Das Scum ist eine Anspielung an die Engine, auf der das Spiel herläuft. Beziehungsweise die ganzen LucasArts Klassiker. Also auch Manic Mansion, Day of the Tentacle. Und so weiter und so fort. Da kommen wir nicht rein, nee. Ich wollte jetzt nochmal zu dem einen Herrn gehen, der anscheinend weiß, wo die Schwertkampfmeisterin ist. War das eine Meisterin? Ich weiß es gar nicht mehr. Schild, ich klingel mal. Oh, I should have known it'd be you again. What do you want? Ach ja. Der Kunde ist König, man merkt's. So, den Schwertmeister. Ich möchte etwas gegen Ratten, bitte. Gegen Ratten. Ach so, im Gefängnis. Der eine Herr. I'd like some rat repellent, please. Ha! I bet you would. But I haven't got any. What else do you want? Ja, das hat mir jetzt natürlich sehr viel geholfen. Vielen Dank. I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Yeah, like I'm gonna fall for that one again. Oh, please. I won't steal anything this time, I promise. I guess I could hike all the way over there. Again. I'll be right back. I've got my eyes on you, Weasel Boy. Don't try anything. Okay, können wir jetzt eigentlich
Ah ja. Torbogen? Ja, wir können ihm folgen, sehr schön. Na, komm, Beilung. So, auf geht's. Guybrush. Wir folgen jetzt mal dem Verkäufer hier. Dann sollten wir ja auch bei der... War das eine Frau? Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit eine Schwertmeisterin im Kopf. Zumindest können wir ihm jetzt folgen. Na, auf geht's. Beeilung. Zu den Klippen. Zum Pfad. Ah ja. Ist er da? Ah. Hier waren wir ja erst vor kurzem. Das ist echt cool, muss ich sagen. Schön, dass wir dem hier einfach folgen können. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon am Anfang des Spiels möglich gewesen wäre. Ups. Denn wir haben jetzt erst die Fähigkeiten gegen den oder die Schwertmeisterin anzukommen. Ach ja. Sieh mal einer an. I better just stay back here and eavesdrop. Hello again, Carla. I thought I told you to get lost. Actually, I'm here on business. This kid come into my store, see? Face it, you crusty old lech. You'd make any excuse just to come out here and bother me. Yeah, I guess so. Well, cut it out. I'm sick of it. Take a hike and don't come out here again. Someone might follow you, and then I'd become another Melee Island tourist attraction. Hey, it's your loss, baby. Yeah, right. Now scram. Ja, so viel dazu. Dann reden wir mal mit der Dame. Also wirklich eine Schwertmeisterin. Schwertmeister. Dann fragen wir sie mal. Oder Moment, erstmal angucken. So gehört sich das. She looks like she's meditating. Dann sprechen wir mal mit ihr. How dare you approach the Swordmaster without permission? Which I surely didn't give you. Okay. Du bist des Todes. Ist natürlich auch immer schön, so eine Diskussion anzufangen. Hi, ich verkaufe diese tollen Lederjacken, bitte was? I beg your pardon. I must talk to you. I doubt that. Everyone who comes here is prepared to fight. Let's be honest. You're here to prove yourself to the pirate leaders in hopes of one day being as immoral as they are. Yep. Nailed it right on the head. Gee, you're smart. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Let's get this over with. Every word you say to me is stupid. Oh. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das kam jetzt etwas unerwartet, aber wir geben natürlich unser Bestes, um gegen die Schwertmeisterin hier zu gewinnen. Jedes Wort, das du sagst, ist dumm. Ich bin besser als du, ich schaudere. Da muss ich jetzt erstmal überlegen. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Zu schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Ah, mal wieder in der Nase gebohrt. Ne, wie passend. Haben wir darauf überhaupt schon die Antwort? Also den Konter? Staubwedel. Oh, um Gottes Willen. Could you repeat that? I didn't quite get it.
Every word you say to me is stupid. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Ich bin der Meinung nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, darauf haben wir die Antwort nicht. Why? Did you want to borrow one? Ja, das hat total super gepasst. I usually see people like you passed out on tavern floors. Das sind ja alles ganz neue Affronts. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn darauf antworten? I'm glad to hear you attended your family reunion. Das war richtig. There are no clever moves that can help you now. Ich gebe auf, ich schaudere, ich bin besser als du. Ist natürlich auch eine tolle Antwort. Moment. Could you repeat that? I didn't quite get it. There are no clever moves that can help you now. Doch, den gibt es, du hast ihn nur nie gelernt. Das klingt sogar irgendwie passend, aber das war ja auf einen anderen Affront. Vielleicht solltest du es endlich mal benutzen, zu schade. Könntest du viel Ärger, aber das passt auch irgendwie, aber Gott, ich bin mir da echt nicht sicher. Moment, wir nehmen jetzt einfach mal den hier unten. Yes, there are. You just never learned them. My sword is famous all over the Caribbean. Okay, also können wir anscheinend doch die Affronts, die wir hier haben, darauf benutzen? Doch, die gibt es. Hast du wieder Probleme mit deinen Hämorrhoiden? Ist auch echt schön. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Zu schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Too bad no one's ever heard of you at all. Now I know what filth and stupidity really are. Okay. Wenn ich dich so ansehe, scheint das schon passiert zu sein, ne? Wie passend, aha, mal sehen. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Hast du etwa wieder Probleme mit deinem Hämorrhoiden? Doch, den gibt es. Aha. Oh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Could you repeat that? I didn't quite get it. Now I know what filth and stupidity really are. Was antworten wir darauf? Kennst du ja eine Kuh? Wieso? Du könntest... Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Du warst also beim letzten Familientreffen. Ist auch schön. Keine Ahnung. So you got that job as a janitor after all. My wisest enemies run away at the first sight of me. Okay, das dürfte ja mit dem Atem sein. Even before they smell your breath? I hope you have a boat ready for a quick escape. Wieso? Die könntest du viel eher gebrauchen. Könnte passen. Why? Did you want to borrow one? I give up. You win. Well, I hope you're happy. You can go back and brag to all your friends about how you beat the Swordmaster. You'll need proof.
Here. This should convince them. Oh. Schau an, T-Shirt, 100% Baumwolle. It says, I beat the Swordmaster. Also irgendwie bin ich jetzt unzufrieden, muss ich sagen. Können wir mit der Dame nochmal reden? Irgendwie tut sie mir ja leid, muss ich ehrlich sagen. Können wir ja nicht weg? Nee, gehe zu. Schön, dass wir jetzt einfach ein T-Shirt kriegen, das ist echt herrlich. Das wäre ja dann die erste der drei Prüfungen, die wir geschafft haben. Ja, die Eule. Naja, wir haben es geschafft auf jeden Fall. Das ist ja schon mal gut. Aber irgendwie tut es mir ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen. Wir gehen jetzt nochmal den Pfad hier entlang, wenn ich hier wegfinde. So, geht zur Fahrt.